Hier ist nicht nur einer meiner liebsten Kollegen, sondern, und das ist eine Seltenheit, ein Kollege, von dem ich mich ausgesprochen gut unterhalten fühle. Herzlich willkommen, Jürgen von der Lippe! Zeit muss sein. Abend. Verehrung. Ja. Ja. Platz 1 Gästebegrüßungsapplaus in diesem Jahr. Ja. Wirklich wahr. Ja. Hat Olli Dittrich getoppt? Ja. Und Frank Plasberg. Ja. Und wen? Frank Plasberg. Oh, Frank Plasberg. Ja. Frank Plasberg. Du sagtest mir doch gerade noch, mit deinem Ohr, das sei besser geworden. Ich meinte das rechte Ohr. Links ist alles beim Alten. Was? Hörst du da ein bisschen schlecht? Nein. Ich habe rechts 30%. Hörvermögen oder geschwächt? Hörvermögen. 70% Geschwächt, 30% Vermögen. Aber man macht ja viel über die Knochen. Was heißt das, man macht viel über die Knochen? Wenn du zum Beispiel, du könntest jetzt einwenden, ach, dann kannst du ja gar nicht Stereo hören. Ja, sag mal, da kannst du doch gar nicht Stereo hören. Bitte? Doch, wenn der Kopfhörer aufliegt, der geht viel über die Schädelknochen. Ja. Außerdem, ich kenn's ja nicht anders. Ne, weil du mich gefragt hast, ob ich erkältet bin, ja. Was ich sehr kollegial fand, weil die anderen machen gleich so andere Assoziationen. Aber ich spreche so sehr... Ach, wegen Friedmann. Ach so, da hätte ich sagen können, ja, da habe ich doch noch nicht gewusst, dass du eine Friedmann-Parodie machst. Sonst hätte ich gefragt, ach, du hast dich wohl auf die Rolle vorbereitet. Und dann, so. Ja, da hast du mir... Da hast du mir gesagt, weil ich habe krumme Nasenscheide. Ja, wenn du, das du hast dich lasern lassen. Lasern lassen. Das heißt, da werden die Nasenscheide gerade oder abgeschliffen? Da wird etwas abgetragen, was man sonst in einer sehr blutigen Operation auch immer noch macht. Das nennt sich dann Muschelkaustik. Da hast du aber, also von Leuten, die mir das erzählt haben, da hast du aber gut 2-3 Wochen Freude. Was heißt das? Da hast du eine dicke Nase, so wie unser Kollege Stefan nach dem Halmich-Kampf. Und es tut sehr weh und es hilft auch nicht. Und das Lasern ist also absolut schmerzfrei. Du hast, salbst dir die Nase so eine Woche, gehst mal zur Nachuntersuchung, da ist gar nichts. Das Einzige, sie hat gesagt, es war eine persische Ärztin, das heißt war, es ist eine persische Ärztin, sagte, ich sag, was muss ich beachten, Frau Doktor? Ja, Sie sollten heute Abend keinen Umzug machen. Also Möbelumzug. Was man häufig direkt vom einen O-Arzt in den Umzug... weil das Heben oder das Vorsichtrufen, wenn die nicht anecken, das haut sich dann wieder auf die frischen Narben drauf. Also es hat ein bisschen geblutet und das war alles. Aber Ich habe 2 Jahre lang keine Erkältung mehr gehabt. Habe das jetzt vor kurzem neu machen lassen, habe wieder das ganze Jahr... Nichts, gar nicht, sowieso auch internistisch war nichts los, orthopädisch. Januar mit einer Knieoperation begonnen, dann eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter und ein Hexenschuss, sonst nichts dieses Jahr. Und die Knieoperation mit Schneiden oder mit Sonde, ganz moderne, wie nennt man das, Intra-Sonde, weißt du? Ja, ja, weißt du, das weiß ich nicht. Zahlt das die Kasse mit der Nase? Das denke ich mal, wenn das ein Arzt, weiß ich aber nicht. Ich frage deswegen, weil Ulla Schmidt aber heute die Meldung möchte, die Krankenkassen, es gibt über 240 Krankenkassen, zusammenfassen, um den Unterschied zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten auszugleichen. Und ich habe heute, deswegen ist es ein bisschen unbequem, schon meine neue Mitgliedskarte bekommen von meiner Kasse. Hier. Die sieht jetzt so aus. Weil die Kassen dann natürlich auch neue Namen haben. Ich setz mal meine Brille aus, wird ja die letzte sein. Schön. Macht was her. Ja.
Kannst du auch Eis mit essen? Zum Beispiel, oder so den Teig rauskratzen. Ja. Ja. Die sehen doch so aus, die Dinger. Ja, sicher, ja. Teigschaber. Ich habe mit großer Begeisterung dein Bühnenprogramm gesehen in der Übertragung des Westdeutschen Rundfunks. Du warst das. Nein! Das ist ja nun ein Understatement. Ausverkaufte Hallen, ja, seit 30 Jahren. Ja. 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 Weißt du, was mein Lieblingsgag war aus dem Programm? Nein. Der mit den beiden Hunden, die sich lieben, und der kleine Junge sieht das. Ja. Und das Tolle ist, dass du den Gag nicht nur erzählst, sondern du hast ihn sprachwissenschaftlich erklärt, was das bedeutet. Es ist eine gewisse Stilform, die damit verbunden ist, oder eine gewisse, ja, rhetorische Form. Es ist im Grunde, es ist eine Vorlesung. Ja. Ja. Eine Literaturvorlesung. Wie war die Erklärung, die Literaturwissenschaft? Naja, das Ganze, das verlangst du mir da ein Programm, was ich vor 3 Jahren setzte beim Spiel habe. Es ging darum, dass wir oft fälschlich einen Kausalnexus herstellen. Das war der Begriff. Was heißt Kausalnexus? Kausalzusammenhang, könnte man sagen. Aber wenn man das Wort weiß, wäre es dumm, wenn man es nicht nimmt. Also man intendiert einen kausalen Nexus, wo oft nur eine zufällige Koinzidenz oder eine zeitliche Korrelation da ist. Das ist richtig, ja. 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 Ja, das ist ja, so kannst du eben beweisen, dass Störche Babys bringen, weil du oft in Gegenden, wo viele Kinder geboren werden, hast du viele Störche. Das ist aber kein kausalen Nexus, sondern eine zufällige, ne, Koinzidenz. Verdeutliche es uns bitte anhand des Beispiels mit den beiden Hunden und dem kleinen Jungen. Ich kriege das ganze Ding doch ein nicht. Vater. Ein Vater und sein... Hör mal, willst du es nicht gleich selber? Nein, du hast es besser, weil du bist im Timing, ich habe es genau darauf geachtet, noch gnadenloser gewesen. Mit der Pause dazwischen. Du willst mich jetzt auflaufen lassen, weil ich es einfach nicht mehr drauf habe. Hast du es wirklich nicht mehr drauf? Natürlich nicht. Ich spiele seit 2,5 Jahren ein anderes Programm. Ach, du spielst das Programm gar nicht mehr. Ach, was? Entschuldige. Das ist doch von der Festplatte runter. Es ist eine Hammererklärung. Also es ist der Kausalnexus. Ein Vater steht an der Ampel und sieht, wie ein Hund auf einen anderen steigt. Ja. Und da sagt der kleine Junge, Vati, was machen die Hunde? Sie machen Liebe. Nein. Nein. Du sagtest, der eine ist blind und der andere schiebt ihn rüber. Ihn über die Straße. Ja. Ja, na, Moment, na. Das war die eine Möglichkeit. Ja. In den 50er Jahren hätte man das gesagt, so war in den 50er Jahren hätte man gesagt, der eine ist blind, der andere schiebt ihn über die Straße. Ja. Heute, wir sind modern, sagt man, die machen einen kleinen Hund. Die machen einen kleinen, so. Das muss ganz kommen. Wichtig. Sie machen kleinen einen Hund. Denn jetzt geht es ja weiter. Ja. Vati und Mutti machen Liebe. Mhm. Der Junge kommt, man ist modern, ohne zu klopfen ins Schlafzimmer. 68er. Haushalt. In 68er Haushalt und sagt, das ist so ein Gag-Seminar. Ja, das ist eigentlich unbezahlbar. Macht ihr denn da? Oh du, wir machen ein kleines Brüderchen für dich. Oh Papi, kannst du die Mami nicht lieber umdrehen? Ich hätte lieber einen Hund. So war's. Du hast es gerade. Hast du? Du hast es gerade. Naja, nein. Wir hätten... Jetzt hast du 10 Minuten, quetscht du den alten Gag aus mir raus, anstatt wir über aktuelles Material sprechen, wie die Bild-Zeitung heute, was mich ganz unbefriedigt gelassen hat. Ich weiß nicht, hast du schon darüber gesprochen? Nein. Auf der Seite vorne, einem Mann in Potsdam wurde ein abgeschnittener Penis wieder angenäht. Das war die ganze Meldung. Ja, da möchte ich doch wissen, erstmal, wie ist der abgekommen? Ne? Hat er das selber gemacht? Hat die Frau das gemacht? Macht er das öfter? Zahlt das die Kasse? Weißt du, darüber? Ja, ja, das ist richtig. Ja. Ja, wie kam der ab? Das ist in Potsdam? In Potsdam. Ist das nicht das, wo der neue SPD-Vorsitzende herkommt? Siehst du da einen Kausalnexus? Ja. Es könnte natürlich. Es könnte natürlich sein, dass er diesen Gag, den wir uns gerade noch mal erarbeitet haben, missverstanden hat und die Passagen mit der Frau und dem Hund durcheinander gebracht. Na, das wollen wir aber nicht hoffen. Ja, es ist aber glimpflich ausgegangen. Gut. Diese Operation.
Ja. Ja. Angeblich wieder voll funktionsfähig. Aber wenn ich das auch schon wieder lese, nach welcher Zeit Postoperation nehmen, weiß man das denn? Ich weiß doch nicht so, dass du sagst, jo, fest, und dann gehst du wieder zur Tagesordnung über. Meine. Voll funktionsfähig. Voll funktionsfähig, ja, mit allem, was dazugehört. Ja. Ne, dass man auch ein Handtuch drüber hängen kann. Wenn man möchte. Wie kamen wir darauf? Weil du sagtest... Habe ich das angeschnitten? Das Thema. Ja. Ja. Nein, weil du sagtest, ich wusste nicht, ich dachte, du bist mit dem Programm noch. Ist nein. Denn, worum geht es denn thematisch in deinem aktuellen Programm? Na, es ist auch ein Gemischtwarenladen, aber ich mache sehr viel mehr alte Künstler nach. Ich mache, also gesanglich jetzt, mache ja. Freddy, Udo Jürgens. Na, jetzt kann jetzt ich. Seit neuestem Gunter Gabriel, wo sie den doch zusammengeschlagen haben. In Berlin, an der 139, die berühmte Currybude. Da hat er sich, in eine Schlägerei geworfen, um einem Freund zu helfen, hat schön auf die Fresse gekriegt. Deswegen habe ich ihm ein Lied, was praktisch eine Country-Version der Bergpredigt ist in meinem Programm, habe ich ihm gewidmet und singe das so. Da kann ich dich aber nicht gehen lassen, ohne dass du uns einen kleinen Appetizer davon gibst. Jetzt hast du keine Gitarre dabei, ne? Habe ich keine Gitarre dabei. Ich habe schon früher. Es gibt ein Lied von Gunter Gabriel, das hatte ich, auf dem dritten LP oder was. Da habe ich auch geweint, als ich das erste Mal hörte. Ich sagte nicht, überleg es dir, als sie die Koffer nahm, musst du dann. Das ist eigentlich das Wichtige. Es ist aber so, das ist nicht schön laut, dass das Mikro nahm. Ja. Ich suchte gerade, ob wir so ein großes Handmikro haben, dass man es ein bisschen besser hört. Naja, ach Gott. Ja. Nee, habe ich schon Gus Bacchus erwähnt? Den singe ich auch. Nein? Ja, das ist aber, den kennen nicht mehr so viele, oder? Das ist macht nichts. Unsere Generation, das ja? Das macht nichts. Es gibt einfach Dinge, die muss man wieder ins kollektive Gedächtnis zurückrufen. Was war das, Gus Bacchus? Bohnen in die Ohren? Nein, eine Ballade. Linda. Mein Lieblingslied ist eigentlich Mein Schimmel wartet im Himmel auf mich, aber das passte nicht in diesen Zusammenhang. Und du singst wirklich Schimmel? Schimmel. Ich Schimmel. Bin so allein und mein Herz ist so schwer. Ne? Aber wie gesagt, das singe ich ja nicht in dem Programm. Ach so, das ist ein anderer. Linda.